das Gute an der Selbstständigkeit für mich ist, dass ich flexibel auf Situationen reagieren kann und mich auf die dann eben einstelle. Zum Beispiel Märkte. Ich bin jetzt sehr viel auf diversen Märkten in Wien unterwegs und noch vor der Corona-Zeit hatte ich einen Laden zum Beispiel. Ich arbeite grundsätzlich gerne an Projekten und ich bin sehr vielseitig. Mir gefällt es einfach, in unterschiedliche Bereiche zu kommen und unterschiedliche Aufgabenbereiche abzudecken. Ich merke in meiner Selbstständigkeit, als Frau, es fängt ja an, zum Beispiel bei Krediten oder wie man wahrgenommen wird, vor allem gerade, wenn man im Handwerksbereich arbeitet, wie abschätzig und wie, ja, es ist eigentlich so herabstufend, man oft behandelt wird, wenn man als Frau Dinge produziert.